Ja, hallo? 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 Schönen guten Tag. Hallo, Anja Schwarz am Apparat. Ich würde gerne Hans Otter sprechen, Ja, bitte. der ist am Telefon. Guten Tag. Freut mich. Ja, schönen guten Tag, Herr Otter. Ich Ja. melde mich von der Medienagentur. Von Ich hätte was eine bitte? Mitteilung für Sie. Wie bitte? Sie hatten ja bei einem kostenlosen Preisausschreiben mitgemacht, Herr Otter. An Ihre Teilnahme erinnern Sie sich sicherlich auch. Oh, ich bin schon ein bisschen älter und ein wenig vergesslich, aber ich mache das gerne mal, was so in den Zeitschriften von meiner Margret drin ist. Okay, natürlich kann man auch verstehen. Also Ja. Sie hatten sich bei einem Preisausschreiben beteiligt. Mit Ihrer Teilnahme sind Sie jetzt auch unter die 20 Finalisten ausgelost. Oh. Ganz einfach zu einem Datenvergleich. Hans Otter, Otterweg 56 in Tarp. Das ist Ihre Anschrift, ja, Ja, das Herr ist Otter? richtig. Was ist das denn für ein Der Gewinnspiel gewesen? Das war ein Autogewinnspiel. Ein Aber Audi, eine Frage hätte ich noch an Sie. ja. Korrekt. Dürfte ich bitte zur Bestätigung einmal Ihren Geburtsdatum von Ihnen vollständig hören, Ja, Herr Otter? das ist der 8. Mai 1945. Super. 8. Mai 1945 ist richtig. Ja. Also sind jetzt mit Ihrer Teilnahme unter die 20 Endfinalisten ausgelost. Und damit heißt das, dass Sie bei der Finalziehung dabei sind Das und ist Ihnen ja damit ab jetzt auch ein Gewinn zusteht. Ja? Herzlichen Glückwunsch. großartig. Ich habe das vor Jahren mal angefangen, weil meine Frau das immer wegwerfen wollte. Ich sage, irgendwann, Margret, wirst du sehen. Irgendwann, Irgendwann. genau. Und Das dann ist hat die jetzt die Margret Zeit. immer, Das ist ja, der dann Zeitpunkt. hat sie immer Genau. nur gesagt, ja, Genau. die Russen kommen, die Russen kommen. Da sage ich, was haben die Russen denn mit dem Gewinnspiel zu tun? Das ist jetzt aber kein russisches Auto, richtig? Nein, also Sehr gut. es sind jetzt 20 Finalisten, 20 Preise. Damit steht also jedem ein Gewinn zu. Wie Der bitte? Mindestgewinn, das ist ein 1.000-Euro-Wertgutschein auf den letzten Platz, Herr Otter. Wie Also bitte? Sie werden jetzt nur noch, also es sind 20 Finalisten, 20 Preise. Jedem Ja. steht ein Gewinn zu. Ach Ja, also ja. der Mindestgewinn, der kleinste Gewinn ist bei dieser Ziehung 1.000-Euro-Wertgutschein. Natürlich ist das auch Ihr Mindestgewinn. Sie 1000 werden also nur Euro. noch ausgelost und je nach der Platzierung bekommen Sie eines der Preise. Wenn es Ah. also bei den 5 Hauptplätzen nicht klappt, ist es ein 1.000-Euro-Wertgutschein garantiert, Ja, ja? und Daher wofür kann ist man sich der also schon dann? mal auf einen Gewinn freuen. Außerdem werden Sie alle Gewinne auch komplett steuerfrei erhalten. Darauf Wofür komme ich ist auch der gleich nochmal, Gutschein Herr denn? Otter. Hallo? Wie bitte? Wofür ist denn der Gutschein, bitte? Also es sind unterschiedliche Gutscheine. Da es von dem 6. bis zum 20. Plätzen Gutscheine sind, sind es unterschiedliche. Es sind also Tankgutscheine, Reisegutscheine von Apple Store, Mediamarkt, Samsung, Edeka, Und Rossmann, ja, DM. kann man sich das dann im Gewinnfall aussuchen? Nein, also die Gutscheine, die sind dann je nach Platzierung, Herr Otto. Aber bei den Ach ersten so. zwei Hauptplätzen können Sie sich dann selber aussuchen. Also, wenn Ja. ich jetzt den Sachverhalt durchgegangen bin, werden Sie über alles informiert. Und sollten Sie dennoch Fragen haben, dann können Sie es mir gerne immer noch stellen, ja? Also, Wie ich werde jetzt bitte? mit mit der Sachbearbeitung anfangen, ja? Können Wenn Sie es mir erlauben. Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht mehr so Gerne. gut. Dankeschön. Okay, gerne. Also, Herr Otter, es sind jetzt 20 Endfinalisten, dementsprechend sind es 20 Preise. Bei der Finalziehung werden sie also nur ausgelost und je nach Platzierung bekommt jeder einen Gewinn. Ja. Wenn es für Sie bei den Hauptpreisen nicht klappen sollte, bekommen Sie einen Gutschein in Höhe von 1.000 Euro garantiert, weil das der Mindestgewinn auch für Sie ist. Ach Ja? Also es so, geht niemand leer raus. sehr Okay. gut. Und ja, und meine Aufgabe ist also, dass ich alle 20 Finalisten informiere und für die Ja, Finalziehung auch eintrage, ja, Herr ja. Otter. Für die ersten zwei Hauptplätze dürfen Sie sich jetzt bitte selber entscheiden. Also auf den ersten Platz ist es ein Mercedes AMG oder 76.000 Euro. Was nehmen Sie also für den Hauptpreis als Vorzug? Geld oder das Auto? Darf man das Auto denn auch nehmen, wenn man keinen Führerschein hat?
Ja, natürlich. Ja, dann würde ich doch lieber das Auto nehmen. Gerne. Dann trage ich für den Hauptpreis für Sie das Auto als Vorzug ein. Das ist aber kein russisches Fabrikat. Nicht, dass meine Frau da doch noch recht hat, dass die Russen kommen. Nein, das ist ein Mercedes. Genauso ein Mercedes, wie Sie kennen, ja, Herr Otter? Ja. Auf dem zweiten Platz ist es ein VW Golf 7 oder ein Gegenwert von 24.000 Euro. Was darf es hier sein? Ja, als ich das letzte Mal ein VW gefahren bin, das ist jetzt schon ein bisschen her, da habe ich dann meinen Führerschein verloren. Dann würde ich da lieber das Geld nehmen. Okay, gerne. Dann trage ich hier das Bargeld ein. Das ist so ein schrecklicher Tag gewesen. Ach so, okay. Ja. Dann habe ich hier das Bargeld eingetragen, genau. Für die anderen Plätze brauchen Sie sich nicht entscheiden. Das sind feste Preise, ja? Ja. Also, auf dem dritten Platz ist es eine Reise in Höhe von 15.000 Euro. Oh. Die ist 2 Jahre lang gültig. Den können Sie auch gerne an jemand anders übertragen, wenn Sie die Reise nicht selber antreten. Wohin geht die Reise denn? Das können Sie auch selber entscheiden. Kann mir das aussuchen? Also die Reise... Genau, die Reise ist genau 15.000 Euro wert. Sie können entscheiden, wohin die Reise führt, wie lange und mit wem, ja? Und das ist 2 Jahre lang gültig. Also in den 2 Jahren können Sie es, wann immer Sie es möchten, antreten. Ja, kann man das auch ausbezahlen? Das nicht. Also ausbezahlt bekommen Sie das nicht. Das ist dann, aber wenn Sie es privat weiterverkaufen möchten, das ist natürlich dann auch Ihre Entscheidung. Das ist ja wunderbar. Also Sie bekommen für die anderen Plätze entscheidet man sich, wie gesagt, nicht. Ja. Ja. Also, auf den vierten Platz ist es ein Technikgutschein von Mediamarkt in Höhe von 8.000 Euro und auf den fünften Platz sind es 4.000 Euro Bargeld. Das sind also die 5 Hauptpreise bei der Ziehung. Und alle Preise von Platz 6 bis Platz 20 sind Wertgutscheine in Höhe von 1.000 Euro. Das sind dann die Wer ist denn da so großzügig und spendet das alles? Von wem kommt das denn? Das sind alles, die Filialen, die dann auch mit den Namen da sind, das sind die Sponsoren, habe ich ja genannt. Also Mercedes, VW... Ach, das Apple, kommt Saturn, da direkt. Mediamarkt. Das ist ja großartig. Okay, also, es sind Tankgutscheine, Reisegutscheine von Apple Store, Mediamarkt, Samsung, Siemens und das sind die Mindestgewinne bei dieser Ziehung. Es gibt also keine kleineren Gewinne und niemand geht mit leeren Händen raus. Daher bekommt jeder einen Gewinn. Wenn es also bei den 5 Hauptplätzen nicht klappen sollte, können Sie sich auf einen 1.000 Euro Wertgutschein also freuen, das ja, Herr ist ja Otter? Großartig. Das ist auch Ihnen das ich könnte Sie umarmen. Ich freue mich so sehr. Na, ich freue mich mit Ihnen, Herr Otter. Ich hoffe dann auch, dass es bei den Hauptplätzen klappt. Aber wenn nicht, kann man sich sicherlich über einen 1.000 Euro Wertgutschein auch freuen. Das ist ja auch nicht wenig, oder? Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Menge Geld heutzutage. Das sind ja fast 500 Mark. Fall. Genau. Und außerdem werden Sie den kompletten Gewinn steuerfrei erhalten. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr gut. Ich werde Ihnen das Ganze jetzt auch erklären. Wenn Sie Fragen haben sollten, stellen Sie mir das auch bitte. Ja. Normalerweise bezahlt man ja, wie Sie wissen, 25% Steuergebühren. Das ist Ihnen sicherlich auch bekannt. Nicht, da ich noch nie was gewonnen habe, weiß ich das ja nicht. Aber das ist gut zu wissen. Auf jeden Fall. Genau. Aber das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert. Sie haben sich einen Gewinn garantiert. Es kann mehr als 1.000 Euro Wertgutschein werden, aber nicht weniger, ja? Ja. Und daher, da diese ganzen Steuergebühren aufkommen werden, hat man das mit einer kleinen Werbeaktion zusammengebunden. So, dass die Finalisten für die Gewinne auch keine Steuern bezahlen brauchen, ja? Ja. Herr Otter. Also, der Verlag, das ist der Hauptsponsor. Der wird bei jedem Gewinn die ganzen Steuergebühren übernehmen und regeln. Also spielt es jetzt auch keine Rolle, wie hoch Ihr Gewinn ist oder welchen Platz Sie erzielen. Ja. Sie werden für den Gewinn keine Steuern bezahlen. Das hat der Verlag übernommen und geregelt. Sehr gut. Und als Gegenleistung.
Genau. Und als kleine Gegenleistung, dass man auch ihre Steuern bezahlt, bekommen die Finalisten für ein Jahr, auch nicht länger, eine Zeitschrift nach ihrer eigenen Wahl. Der Verlag bezahlt die Steuern, die Finalisten bezahlen nur die Zeitschrift zweimal halbjährlich. So hat man das also geregelt, ja. Herr Otter. Ja? Jetzt habe ich sogar noch eine Zeitschrift. Genau. Und die Zeitschrift bekommen Sie insgesamt 14 Monate lang, nicht länger, und werden auch nur für die ersten 12 Monate zweimal halbjährlich bezahlen. Ja. Damit sind also alle Steuergebühren hinfällig, die aufkommen werden, ja, Herr Otter? Das ist ja großartig. Also, die Zeitschrift, die man dafür eingetragen hat, wäre eine einfache, günstige Fernsehzeitschrift. Die hört zu. Das ist auch eines der Hauptsponsoren bei der Finale. Aber wenn Sie etwas anderes wünschen, dann dürfen Sie sich, wie gesagt, die Zeitschrift auch selber aussuchen. Ja, also, Herr Otter, das wäre schon besser. Die hört zu. Nein. Ja, also die hört zu. Nein, okay. Wir haben vor Jahren das Fernsehen eingestellt, weil das ist ja alles nur Schwachsinn, was da kommt. Und wir müssen trotzdem immer noch die GEZ-Gebühren bezahlen. Kennen Sie das Problem? Ja, leider. Ja, also ich sehe auch keinen Fern. Ja, das ist ja also was. Also das wäre dann einfach nur ein kleiner Sponsor und den dürfen Sie sich dann bitte selber aussuchen, Herr Otter. Kann man das sonst hätten denn Sie außer Fernsehen. Ja, kann man, haben Sie was für Haustiere? Leider nicht. Also ich kann Ihnen einfach mal nennen, was es gibt, ja, Herr Otter? Ja, bitte also, langsam. Zeitschriften wie zum Beispiel Stern, Spiegel, Fokus, Die Zeit oder Frau Aktuell, Echo der Frau, Freizeitrevue, Frau mit Herz oder Motorsport Aktuell. Haben Sie so Fachzeitschriften für Ziegenzucht? Leider nicht. Also so große Auswahl gibt es leider nicht, weil es ja jetzt kein großer Verlag ist, einfach nur ein kleiner Sponsor, ja, Herr Otter. Ja, daher gibt es das leider nicht. Das ist ja schrecklich. Und das ist jetzt dann schon Moment, alles gewesen. Warten Sie mal ganz kurz. Wäre eine Gartenzeitschrift für Sie interessant, Herr Otter? Eine was bitte? Eine Gartenzeitschrift. Also zu Hause wohnen. Das heißt über Heim, Haus, Garten. Fürs Altersheim? Nein. Hallo? Das heißt also für zu Hause. Wie bitte? Für den Garten. Wie bitte? Eine Zeitschrift, wo es dann um eine Wohnung geht, um die Wohnung, was man da verschönern kann, bei dem Garten, was man da alles machen kann, sowas in der Art. Sind da so solche Wohnungsangebote drinnen, wenn das zu vermieten ist? Nein, das ist kein Immobilien. Ja, weil wir haben ja ein Haus. Und einen Garten haben wir ja auch schon. Das brauche ich ja nicht mehr. Okay, dann dürfen Sie sich bitte eine Frauenzeitschrift aussuchen für Ihre Gattin oder wie Stern, Spiegel, Fokus eine Nachrichtenzeitschrift. Ah, oh, das ist jetzt ja eine schwierige Entscheidung. Sie sind ja auch eine junge Frau. Was würden Sie denn sagen, wird so eine Frau in meinem Alter da so interessieren? Weil als ich ihr das letzte Mal was mitgebracht habe, da musste ich 2 Tage lang Dosen essen. Weil sie da beleidigt gewesen. Okay. Oh, das ist aber sehr schwierig dann. Ich wollte ihr also, Gefallen tun. Frau Otter, hat sie denn Interesse bei Prominenten zum Beispiel? Ja, die redet ja immer von der Merkel. Aha, okay. Also wie wäre es dann mit einer normalen Zeitschrift, wo dann auch sehr vieles über Politik steht? Ja. Auch? Das wäre nur sehr wichtig, dass das da nicht um Hitler geht, weil wenn sie von denen liest, dann kann sie damit tagelang nicht mehr aufhören. Nein. Das letzte Mal, da haben wir Kuchen gebacken und da bin ich ja dann ins Krankenhaus gekommen und dann hat die Kuchen gebacken, die sahen aus wie Hitler. Okay. Ja, okay. Ich finde also, das nicht so lustig, wir hatten da eine Hausdurchsuchung wegen. Ach was. Ja, das darf man ja nicht einfach Hitlerkuchen backen. Ja, Margret, ja, du brauchst jetzt gar nicht so zu schauen.
Die haben die ganze Tür kaputt gemacht wegen deinen Kuchen. Ja, und dann mache ich mir mein Essen halt selber. Das interessiert mich nicht. Haben Sie eine Zeitschrift für Kochen? Weil das sieht so aus, als ob ich das jetzt selber machen müsste. Moment, ich schaue mal. Also, dann hätte ich zum Beispiel eine Zeitschrift, die heißt Echo der Frau. Und da sind sehr viele Kochrezepte mit dabei und Kreuzworträtsel. Wäre das interessant für Sie? Darf man das auch, es ist ja immer eine Frage von Diskriminierung, darf man das als Mann auch machen, so eine Frauenzeitschrift kaufen? Ach, natürlich, Herr Otter, also so arg ist das natürlich auch nicht gesehen. Ja, ich weiß also das ja nicht, wie Sie das da handhaben. Nein. Nicht, dass ich dann da als Perverser bei Ihnen in der Datenbank geführt werde. Oh, um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Also ich bitte Sie, Herr Otter, natürlich dürfen Sie das. Das habe ich auch selber angeboten. Also, dass man, dass dann auch Kochrezepte dabei sind und Kreuzworträtsel. Also natürlich sagt der Name nur aus, wie das heißt. Sonst weiß es aber nicht, das kann nur eine Frau nehmen. Das wie heißt ist natürlich das nicht. Wie heißt das nochmal? Echo der Frau. Echo der Frau. Die Zeitschriften haben immer so bescheuerte Namen. Okay. Wäre das dann in Ordnung? Haben Sie, ich habe da mal vor längerer Zeit, das hieß der Maulwurf am Morgen. Haben Sie das? Leider nicht, Herr Otto. Alle Zeitschriften, die ich habe, habe ich Ihnen ja soweit schon vorgelesen. Also. Ja, das ist ja eine schwierige Entscheidung. Also entweder versuche ich meiner Margret jetzt was Gutes zu tun, oder ich kaufe mir gleich selber ein Kochbuch, damit ich da unabhängig leben kann. Okay. Haben Sie so, steht in dieser Gartenzeitschrift, weil wenn die mir weiter so auf die Nerven geht, dann werde ich das ja nicht mehr lange aushalten. Steht da drin, wie man möglichst tiefe Löcher buddelt, die man hinterher sehr gut verschließen kann? Also das kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe die Zeitschrift noch nie gelesen, aber bei jeder Ausgabe wird wohl sicherlich etwas Interessantes auch für Sie dabei sein. Ja, weil irgendwie muss ich die dann ja vergraben. Können Sie mir da vielleicht einen Tipp geben? Also da kenne ich mich leider nicht aus, Herr Otter. Also wenn das in Ordnung ist, werde ich entweder die Frau Echo der Frau eintragen oder die Gartenzeitschrift, welche Sie gerade jetzt in Anspruch nehmen möchten. Ja, und wann werde ich meinen Gewinn bekommen? Also wie gesagt, ist die Ziehung genau heute in 2 Monaten. Ja. Sie werden ausgelost und bei den Hauptpreisen werden Sie von mir informiert. Sonst können Sie sich aber selber auch bei der Internetseite auch einloggen, wenn Sie wünschen, und das Ganze auch selber verfolgen. Ja, ja, wie ist die Internetseite? Das bekommen Sie alles noch einmal schriftlich. Welche Internetseite das ist, was Ihr Passwort ist, was Ihre Kunden... Hallo? Es war die Verbindung gerade unterbrochen. Ja, ich höre. Also, das Ganze mit der Zeitschrift und mit den ganzen Internetseiten und welche Passwort Sie haben, bekommen Sie ja noch schriftlich. Ja, wie war da die Adresse, bitte? Das wird man Ihnen schriftlich zuschicken, Herr Otter. Ja, können Sie mir das noch jetzt nicht schon mal sagen? Ich möchte das ja schon mal angucken. Aber bei der Webseite können Sie sich nicht einloggen. Deswegen werden Sie einfach nur eine Startseite sehen können. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Nein, da werden Sie einfach nur 2 Autos sehen, Herr Otter. Das ist nicht ausreichend. Ja, das ist doch ein sehr guter Ausblick. Bis Sie Ihren Passwort und Ihren Passwort und Ihre Kundennummer dafür erhalten. Ja, wie war jetzt die Adresse? Ich habe Sie nicht verstanden. Hallo? Herr Otto, Sie machen mir aber meine Arbeit wirklich schwer. Ich habe Ihnen mehrmals wiederholt, dass Sie Webling, also die Internetseite, Ihren Passwort und Ihre Kundennummer per Post erhalten werden. Warten Sie einfach auf Ihren Schreiben, ja, Herr Otto? Wie bitte? Hallo? Also ich fühle mich so jetzt ein bisschen verarscht von Ihnen, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Otter. Ich glaube, Sie machen sich irgendwie lustig über mich, weil die ganze Zeit verstehen Sie mich und auf einmal verstehen Sie mich nicht mehr, wo ich das Ganze immer wieder wiederholen muss. Soll ich Ihnen sagen, woran das liegen könnte?
Hallo? Ja, können Sie gerne sagen. Ja, Sie haben es ja schon erraten. Ich habe Sie ziemlich verarscht, weil Sie mir eine Zeitschrift ansehen wollen mit Ihrem betrügerischen Callcenter da. Sie haben sich das einfach nur vorgestellt, einfach zusammengereimt. Und was für, auf was für eine Antwort erwarten Sie jetzt von mir? Ich weiß nicht, vielleicht möchten Sie ja noch jemanden grüßen. Oder möchten Sie es gar nicht entkräften? Oder habe ich oder möchten Sie einfach nur sagen, dass ich recht habe? Okay, Herr Otter, wenn das jetzt aussagt, dass Sie eine Aufzeichnung von mir gemacht haben, ohne mich zu fragen, dann haben Sie sich jetzt eben auch strafbar gemacht. Das wissen Sie dann auch, ja? Ohne mich zu fragen, einfach aufzunehmen und aufzuzeichnen, das ist strafbar. Ja, Herr Doktor. Ich habe Ihre Anschrift, ich habe Ihre Adresse, Anschrift, Ihren Namen, alles, was ich hier brauche und könnte Sie auch damit anzeigen. Das wissen Sie auch, ja? Ja, dann können Sie auch gleich zur Kripo gehen und denen mitteilen, dass Sie in Deutschland verbotene kalte Anrufe bei Leuten machen und die mit Gewinnversprechen in eine Abo-Falle reinlocken. Dann können Sie gleich den Koffer mit den Klamotten mitnehmen und dann können Sie da bleiben. Sie können gerne mit einer ganz normalen Stimme auch sprechen. Also das sind jetzt ungefähr 10 Minuten, wo Sie sich die ganze Zeit nur angestrengt haben oder Nein, so getan 20 haben. Minuten. Also, ja, 20 Minuten, auch egal. Hallo. Also Sie können gerne auch mit Ihrer ganz normalen Stimme weitersprechen. Ja, also, das ist in Ordnung. Sie brauchen sich nicht mehr anzustrengen, einfach nur so zu tun, als wären Sie ein alter Mann, zittrig. Und außerdem sind Sie nicht 45er Geburtsjahr, sondern irgendwas mit 70er Geburtsjahr. Das habe ich auch hier. Ja, also, okay. Und ja, was haben Sie jetzt davon, Herr Otto? Einfach mir irgendwas unterzustellen, obwohl Sie sich selber beteiligt haben. Also hätten Sie sich nicht beteiligt, würde man bei Ihnen auch gar nicht anrufen können. Ja, hallo. Und hallo. Die Eintragungsbedingungen brauche ich Ihnen auch gar nicht zu sagen. Stopp, ja? Also Sie kennen sich dann auch bitte aus. Du hast doch gesagt, ich soll mit normaler Stimme reden. Hallo. Okay. Nun stellen Sie sich wie ein Russe an, oder was soll ich daraus? Nee, ich bin ein Inder. Ja. Willst du mit den Russen reden? Der hört sich so an. Ich kann auch den Schweizer machen. Okay, oder Hitler. Was alles möchtest du hören? Und außerdem habe ich jetzt gemerkt, dass Sie unendlich viel Zeit haben, Herr Otter. Oder ist es Ihnen ganz langweilig, einfach mit Leuten weiter zu sprechen? Also, nein, weißt du, mein Ziel, mein Ziel ist, gib das doch mal sehr, Ruhe da, Sukablät, dass man so alleine und einsam Apostiltelefon, Suk in Sinn, hör mir zu, okay, meine Berufung ist, Menschen davor zu warnen, dass sie am Callcenter verarscht werden. Hast du das verstanden? Okay, ja, verstanden habe ich das. Und was haben Sie noch vor? Weiß nicht, ich werde jetzt ein Banane essen und ein Video hochladen. Und was wirst du noch machen? Wie viele Leute hast du heute schon verarscht? Ja, und amüsiert haben sie mich, weil sie die ganze Zeit dachten, ich habe das Ganze dann auch so hingenommen, wie sie es mir dann einfach nur ja, natürlich haben. Hast du doch, 20 Minuten. Ich bin nicht so dumm, okay, wie du aussiehst. Sonst noch irgendetwas, Herr Otter? Schämen Sie sich eigentlich gar nicht? Ich habe vor 3 Monaten, haben Sie mal bei die Inder angerufen und haben denen auch gesagt, 20 Gewinner. Haben Sie 3 Monate gebraucht, um 20 Leute anzurufen? Genau. Ja? Also und ist alles... Ich überhaupt nicht. Ich mache meine Arbeit genau so, ja. Wie viel ich jetzt als Arbeit, das Sie ausgesucht haben. Und wie viel Provision bezahlen die für einen Betrug? 3 Euro? Oder das mehr? Das ist kein Betrug. Also alle Leute, die angerufen werden, sind die Leute, die sich bei dem Preisausschreiben auch beteiligt haben. Ja, aber die haben euch keine... Ihnen nichts vorgemacht. Doch. Also, dann habe ich mal eine Frage. Dann habe ich mal einfach nur eine Frage an Sie. Ja. Wenn Sie sich bei einem Preisausschreiben nicht beteiligen, wie kann man Sie denn anrufen? Dann sagen Sie mir das dann. Sie können mir andersrum erklären. Nur weil ich bei Preisausschreiben mitgemacht habe, dürfen Sie mich nicht anrufen. Da gibt es ganz klare Vorgaben. Sie müssen eine schriftliche Werbeeinverständniserklärung von mir haben, damit Sie mich anrufen dürfen. Die habe ich Ihnen nie gegeben, auch wenn das ich bei Gewinnspielen mitmache. Hätten Sie das
nicht gemacht. Hätten sie das nicht gemacht, würde ich sie auch nicht anrufen können. Nee, habe ich aber nicht gemacht. Du musst, kannst du mir... Ich weiß auch gar nicht mal, ob sie den richtigen Namen angegeben haben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hans Otter gibt's gar nicht. Guck doch mal rein. Hans Otter in Otterweg. Merkst du das nicht bei Kopf? Merkst du das nicht? Das hätte sowieso keinen Sinn. Wir müssen natürlich auch mit ihnen uns auch gut verständigen können, weil sie jetzt auch nicht so gut sprechen können, würde man das ihnen sowieso schriftlich zuschicken müssen. Nee, würde man ja nicht also, haben. Sie das am Anfang gesagt? Okay. Also sie haben etwas Schwierigkeiten, die deutsche Sprache zu sprechen, und ich verstehe sie auch sehr, sehr schlecht. Ja, wir können auch das wohl schriftlich zukommen. Nee, wir können auch Schweizerdeutsch miteinander sprechen. Ich kann sie wunderbar verstehen. Ja, nun möchten Sie mir einfach nur beweisen, dass Sie Deutsch in allen Akzenten sprechen können, oder? Ja, sicherlich. Was soll ich daraus verstehen? Ich bin da ganz besonders talentiert in dieser Angelegenheit. Möchten Sie mit Adolf Hitler sprechen? Ja, okay. Und was soll das jetzt bewirken? Was soll ich davon jetzt... Was soll es jetzt also bewirken am besten? Ja, für Sie soll das vielleicht bewirken, dass Sie sich mal eine anständige Arbeit suchen. Und ich habe meinen Spaß gehabt. Also, was meine Arbeit angeht, das geht Sie überhaupt nichts an. Natürlich. Die Personen, die sich überall bei den... Natürlich nicht. Sie beteiligen sich bei allen Preisausschreiben und dann beschweren Sie sich, dass man Sie diesbezüglich anruft. Nein, ich habe mich nie beschwert. Sie hat nichts Besseres zu tun. Hören Sie auf. Sie hat nichts Besseres zu tun, als Telefonbuch reinschauen. Und da stehen Sie sicherlich nicht mit Ihrem Geburtsdatum da. Nein, sicherlich nicht. Sie müssen sich doch irgendwie beteiligt haben. Nein, sicherlich nicht. Und ich werde so etwas nie wieder tun. Ich schwöre es Ihnen. Doch, das freut mich auch für Sie. Also, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Spaß. Wie ist denn das Wetter in Istanbul bei Ihnen? Sprachschwankungen. Jetzt hat sie aufgelegt. Ich mache den Leuten zu viel Angst. Ich kann das überhaupt nicht verstehen.